Hallo zusammen, mein Name ist Michael Smolik. Ich weiß gar nicht, wie ich in den Intros anfangen muss. In meinem ersten Comeback-Video hatte ich auch das Problem, egal. Ich bin wieder am Start. Gestern war der erste Tag auf der FIBO, heute der zweite und es war richtig stark, die Community zu treffen und vor allem auf der Bühne zu sein, über meine Emotionen zu reden und auch zu sagen, ich habe richtig Bock auf den nächsten Fight. Ich habe eine Ansage gemacht, dahinter stehe ich und ich habe jetzt auch noch einen nächsten Termin auf der Bühne, da darf ich wieder ein Interview geben, ich darf wieder reden, ich darf die Leute motivieren. Das bedeutet mir sehr viel und deswegen gehen wir da jetzt auch hin. Hi, hey, grüß dich. Ja, genau. Nee, alles gut, ich hab schon ein Team. Nee, alles gut, ich hab mein Team hier. Ja. Ich habe darüber zwar schon öfters erzählt, aber jedes Mal, wenn ich darüber erzähle, trifft mich das innerlich, weil das sehr emotional für mich war. Also ich war ja sehr, sehr fit. Ich habe super viele Kämpfe immer gemacht, im Cage tatsächlich, MMA-Fight. Ich hatte ja dann zwei bittere Niederlagen, wo ich gemerkt habe, was ist mit mir eigentlich los? So, warum geht meine Leistung runter? Warum bin ich nicht mehr so gut? Warum bin ich optimal vorbereitet warst, ne? Ja, warum bin ich im Kopf nicht mehr so stark? Ich war ein super starker Kämpfer. Immer im Kopf, weil Kopf ist das Wichtigste. Im Leben, dein Kopf muss mitspielen. Und bei meinem letzten Kampf, wo ich die Niederlage hatte, ich bin noch nie so unmotiviert in den Cage gestiegen. Ich bin wirklich so ohne Feuer, ohne gar nichts. Und als er mich dann getroffen hat, ich bin nicht K.O. gegangen, sondern ich bin auf den Boden gefallen und ich habe versucht, mich irgendwie zu schützen. Ich habe mir gedacht, was ist mit mir los? Was bin ich für eine Flasche gewesen? Das kann doch nicht sein. Ich war innerlich sehr zerbrochen und habe mir super viel Kopf darüber gemacht. Ja, dann kam eben der Fight gegen Ringlife, was ich haben sollte im Boxen. Und habe mich wieder aufmotiviert und gesagt, ich trainiere jetzt. Und ich wohne ja auf Zypern und habe dann angefangen, in einer guten Hitze zu joggen, seit längerer Zeit. Und das war das erste Mal, wo mir so schwindig geworden ist und ich auf dem Boden bin. Und ich so, boah, krass. Ja, ich so, ist das die Hitze? Ist, keine Ahnung, ich bin ja echt, bin ich unfit? Was ist das? Ich will noch eine Sache, will ich noch sagen. Nein! Ah, da! Wer ist da? Was willst du hier? Alter! Nein, Mann! Auf der Bühne. Hi, Juliana. Hi, freut mich sehr. Hi, freut mich erstmal, dass du gesund bist und alles gut überstanden hast. Vielen Dank. Danke sehr. Also, die 5 Minuten räumen wir dir ein. Hallo zusammen, ich wollte dich vorher stören. Es freut mich aber, dass er wieder gesund ist. Und vielen Dank. Hallo zusammen. Nochmal von vorne. Ich freue mich sehr, dass Schein wieder gesund ist und auch wieder kämpfen möchte. Wie der ein oder andere vielleicht weiß, haben wir eine Vorgeschichte miteinander, eine etwas unschönere, die sie aber auch eine schöne Entwicklung dann nachher gehabt hat. Und ich freue mich wirklich von tiefstem Herzen, dass du die OP gut überstanden hast und jetzt wieder gesund bist. Nur du weißt selber, wir haben noch eine Rechnung offen. Ich wollte so damals nicht verlieren, du wolltest so nicht gewinnen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass du gestern eine Ansage an mich gemacht hast und gerne gegen mich in den Ring steigen möchtest. Ich bin immer bereit dafür. Und jeder Kampfsportler weiß das. Diese Freundschaft gerne auch auf Seite stellen und sich im Ring die Köpfe einschlagen und danach das Ganze friedlich beiseite zu schaffen. Also für mich ist da noch was offen, Rechnung offen und ja, ich würde das gerne. Aber ganz ehrlich, warum kommst du hier auf die Bühne? Willst du das machen von letztes Mal? Okay, ich bin letztes Mal hier sitzen geblieben, ich bin nicht mehr der Typ. Sprecht doch privat mit mir, wir sind ja befreundet. Schreib mich an, lass uns treffen, aber komm doch nicht hier, wenn ich hier vor den Leuten spreche. So. Freundschaft ist das eine, der Sport ist das andere. Ich wollte dir auch kein Disrespekt zollen. Das ist doch Disrespekt, wenn du hier hochkommst. Ich habe gewartet, bis die fertig war. Wir wollten das Interview gerade beenden. Ganz lieben Dank für dein Angebot. Ich glaube, das lassen wir erstmal sacken. Nein, Mann, ich finde das einfach scheiße, Mann. Also klar, du bist ein Freund von mir, auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass du mir wünschst, dass alles gut ist. Du warst für mich da, das weiß ich. Aber warum kommst du hier hoch? Und ich habe eine Ansage. Ja, aber jetzt mal ganz offen. Ich bin im Sparring besser gewesen als du, das weißt du. Ja, natürlich. Ich bin für dich nach Zypern gekommen, um dich zu unterstützen. Ja, natürlich. Ich weiß ganz genau, was im Sparring passiert ist. Ja, ich habe dich weggeklatscht und das mache ich auch im Ring. So, ich ja, möchte lass, nicht. Dann, ich, dann lass uns jetzt nicht wieder hier großes Tamtam, sonst was. Lass uns einfach die Hand drauf geben, dass wir das Ganze sportlich und fair im Ring austragen. Dann dauert es nicht 2 Jahre diesmal. Hand drauf, krieg ich den Kampf mit dir. Okay, danach geht mein Arm hoch. Ich gewinne, ich knock dich weg. Wie im Sparring. Ich knock dich weg, Bro. Wirklich. Ich sag dir ins Gesicht, ich knock dich weg. Und dann bist du mein Freund. Ich verspreche, du bist danach mein Freund. Aber ich knock dich weg. Ich knock dich aus, Mann. Wie im Sparring. Ja, viel Erfolg dabei. Ja? Wir haben die Hand drauf gegeben, ist alles gut, ist kein böses Blut. Nee, aber im Ring bist du mein Kontrahent und bist im Ring der Typ.
den ich am meisten von allen zerstöre. Weil das ist mir wichtig. Ich zeige dir, dass ich der Beste bin. Alles klar. Ja? Danke. Viel Erfolg. Davon abzufällen, der glaube nicht. Hände nochmal drauf. Der wollte sich einfach neben mich hinsetzen und mit mir nochmal quatschen. So. Weil wenn du auf die Bühne kommst, sorry. Ich kann da nicht, ich kann diesmal nicht ruhig sein, Mann. Ich weiß, und davor rede ich hier auch noch über diese emotionalen Sachen. So, du hast ja, ihr habt es gehört, so, immer wenn ich über meinen Tumor spreche, das klingt, als hätte ich es nicht verarbeitet. Ich habe es verarbeitet, als hätte ein Pfeil mein Herz getroffen. Und dann so emotional, und dann kommt der Mo noch in die Öffentlichkeit rein. Super viele Leute hören mir zu, er nutzt das aus, keine Ahnung. Komm doch zu mir privat, Mann. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber gut, nee, okay, der hat mir die Hand drauf gegeben. Der hat mir die Hand drauf gegeben. Fight kommt. Fight kommt. Schön, dass du da bist. Okay. Mo Abdallah kam auf die Bühne und hat mir die Hand gegeben, dass ich gegen ihn kämpfen darf. Was sagst du dazu? I think the world ain't no sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. And I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep it up there perfectly there if you let it. You, me, or nobody is gonna hurt his heart of life. But I think you can catch up with him and fuck him up. Danke. Danke, Rocky. Welcome. You better than that! Und jetzt habe ich auch noch einen Boxing-Workout auf der Bühne. Deswegen umziehen, den ganzen Frust, den ganzen Stress rauslassen und Training. Let's go. Während und nach dem Training Isoclear, ganz, ganz wichtig. Momentan gibt es bis zu 50% bei ISN mit dem Code SMOLIK. Gönnt euch das, holt euch einen Vorrat. Diese Woche gibt es kaum mehr. Also einmal bei der Black Week, einmal die Black Week im Jahr und diese FIBO Week, ansonsten gar nicht. Also holt's euch und let's go. Ich komme gerade von der Dusche und ich habe gedacht, das ganze Training und alles bringt mich runter, aber irgendwie, ich denke die ganze Zeit noch darüber nach. So, es geht mir nicht aus dem Kopf. Das ist so, ich muss das alles erstmal verarbeiten. Ich meine, ich bin froh, dass sie mir die Hand aufgegeben haben, dass wir kämpfen. Wir kämpfen auf jeden Fall. So. Aber die Aktion war einfach nicht geil. Lass das Video einfach beenden.